ist das, wie viel zusammen durchgemacht haben. Ja, ich stehe hier mit Gerhard Asamoah, dem Gründer der Gala der Herzen. Gerhard, was habt ihr letztes Jahr an Projekten bewegt für herzkranke Kinder? Boah, wir haben vieles gemacht. Also wichtig ist einfach nur wieder das Kind Lachen zurückzugeben. Und wir haben über fast 6, 7 Kinder operiert. Und deswegen sind wir heute wieder hier, um Geld zu sammeln, weil wir wieder noch so viel Vision haben. Wir haben heute wieder so ein Kind, der operiert werden soll. Und daher sind wir noch hier. Und deswegen, es liegt so viel vor uns und wir sind bereit, auch viel zu tun. Das heißt, ihr habt Leben geschenkt, ne? für Kinder, die ansonsten auch wenig Chancen gehabt hätten. Ne? Ja, das ist das Ziel. Und ich meine, es gibt nichts Schöneres, ein Kind lachen zu sehen. Und wenn du halt so eine Chance bekommst, ein Kind zu helfen, da tun wir alles, um das Kind einfach diesen Mut zu geben, weil ich habe ja selbst am eigenen Haut erlebt, wie es ist, hilflos dazustehen. Und daher sind wir da, einfach die Kinder einfach das Lachen zurückzugeben. Was erwartet uns heute Abend? Ja, vieles. Einfach viel Musik, Essen. Hoffen wir, dass sehr viele Spenden reinkommen und Trikots, Fußballschuhen von gewissen Spielern, Messi. Und hoffen wir, dass sehr viel Geld zusammenkommt. Sind ja auch immer tolle Künstler dabei. Echo Fresh ist da, glaube ich. Hussein ist wieder dabei, Joel ist da. Also es sind ein paar Leute. Makeda ist da. Also es ist sehr, sehr gut vertreten und hoffen wir, dass wir einfach einen schönen Abend haben. Meine Damen und Herren, wir werden den Abend begleiten. Wir danken dem Gerhard Asamoah, dass er das jedes Jahr auf die Beine stellt. Wir unterstützen das gerne und was gibt es Schöneres, als Kinderherzen zum Lachen zu bringen, oder? So ist das. Ich meine, ich habe drei Kinder und wenn du gesunde Kinder hast, ist man gerade sehr, sehr froh. Aber deswegen soll man nicht wegschauen, sondern es gibt andere Kinder, die es wirklich nicht gut geht. Und daher sind wir hier, um einfach das Beste zu machen und den Kindern das Lachen zurückzugeben. Danke, dass du das machst. Wir werden das immer wieder begleiten. Super, danke schön. Danke, danke. Erstmal schön, dass ihr da seid, immer wieder. Die Leute, die heute mal hier sind, wissen immer, was ich sage. Es sind so viele Geschichten, die ich kenne. Ich kenne so viele Leute hier. Aber es freut mich einfach, dass ihr dabei seid, dass ihr mich wirklich dabei unterstützt, Kinder das Lachen zuzugeben. Lasst uns einfach heute einen schönen Abend haben und nachher ein bisschen leichten Alkohol trinken. Alkohol ist nicht gut, aber heute erlaube ich euch mal. Lasst uns einfach einen schönen Abend haben und danke, dass ihr da seid. Ja? Dankeschön. There's no courage without fear. Gonna let them know that I was here. And I think I got it right. You can go and say I got it wrong. I don't give you one try. Is it okay if I am broken? Is it okay if I am broken? Is it okay if I I can't apologize for breathing, 'cause I breathe just fine. I'm breathing fine. I'm breathing fine. I'm breathing fine. Ich will jetzt einfach mal was wieder zu sehen bekommen. Genau, das war im Januar, das war unsere erste Aktion, eine Kooperation mit Schalke Hilft und Gazprom. Da haben wir herzkranken Kindern ermöglicht, ein Attraktionswochenende im Europapark in Rust. Und die Kinder sind mit dem Schalke 04 Bus angereist und haben verschiedene Shows besucht und wurden von Väterchen Frost beschenkt. Ah, der Spendencheck des letzten Jahres, so sah die Gala aus. So sah die Gala aus, so sahen wir aus, so sahen die Gäste im Hintergrund aus. Man erkennt auch Werner, der wieder original am selben Platz sitzt im Hintergrund. Ja, es war ein sehr schöner Abend mit euch und mit dem Erlös haben wir dem kleinen Peter geholfen. Genau, da ist er. Peter war damals erst 7 Monate alt und hat schon 4 Herz-OPs über sich gehen lassen müssen. Und das Kind kam aus Russland, wurde in St. Augustin operiert und konnte kurz darauf schon wieder in sein Heimatland zurückkehren. Und Peter geht es sehr gut. Ja.
Das war die kleine Fatou. Fatou war erst 2 Jahre alt und kam aus Guinea. Sie wurde auch in St. Augustin operiert. Und links sieht man, wie das Bild in einem Spendenantrag aussah. Das war das Kind mit seiner Mutter vor ihrem Haus. Und rechts dann bei dem Klinikbesuch, da sieht man schon, dass sie ein bisschen Gewicht zunehmen konnte. Die OP ist sehr gut verlaufen und sie konnte auch wieder, ihr geht es jetzt gut und sie konnte auch wieder in ihre Heimat zurückkehren. Gerald, wir machen jedes Jahr immer im Mai, am 5.5. ist immer Tag des herzkranken Kindes. Am Sonntag darauf machen wir dann immer einen Familientag mit Familien im Zoo in Gelsenkirchen. Wir bewerben die Veranstaltung nicht, wir machen das nur auf Facebook offiziell und innerhalb von einer Stunde hatten wir schon 200 Anfragen. Wir können aus Platzgründen aber immer nur 130 Personen zulassen, also herzkranke Kinder und ihre Familien. Und ja, Gerald, vielleicht willst du was dazu sagen. Es ist ein schöner Tag, wo du auch deine Kinder bei dir hast. Wir spielen mit den Kindern, die meisten Kinder wollen mal zu mir, nicht zu Jan. Aber es macht mal Spaß und da sind auch meine Kinder dabei, die lernen auch die Kinder kennen und das macht einfach Spaß, dass meine Kinder auch selber merken, was wir tun, was meine Stiftung tun und daher es ist immer schön, einfach an diesem Tag dabei zu sein. Und Gerald füttert da gerade Orang-Utans übrigens. Und wir haben noch einen Expertenvortrag von Dr. Lorenz, der auch im Herzzentrum Duisburg arbeitet, womit wir auch schon bei Basant wären. Sie wurde im Juni operiert. Das Mädchen sieht sehr jung aus, aber sie war schon 18 Jahre alt, kommt aus Ägypten und hatte verschiedene Zusatzerkrankungen. Also sie war dialysepflichtig und halbseitig gelähmt. Und mit ihrem Bild sieht man Herrn Dr. Schall aus dem Herzzentrum Duisburg, der sie operiert hat. Und auch Basant, ihr ging es so schnell wieder gut, dass wir gar keine Zeit hatten, sie zu besuchen, weil Gerald war während der OP nicht im Lande. Und Gerald kam zurück, wir wollten das Kind besuchen, aber sie war schon abgereist, weil sie so schnell gewesen ist. Derzeit muss ich arbeiten. Hier noch eine Information zu der SMS-Sprache, ist das korrekt? Weil man hatte die Möglichkeit auch mit dem Handy auch sofort, man muss nicht warten, bis die Tombola vorbeikommt und sagt, Mini, habe ich schon 3 Stück zu Hause, das ist in Düsseldorf so der Standard, das brauche ich jetzt noch nicht mehr. Von daher, ich möchte aber trotzdem gerne was spenden. Wie genau funktioniert das? Also, man braucht einfach nur eine SMS zu versenden. An die Nummer 81190, die können Sie sich jetzt gerne in Ihr Handy einspenden und während des gesamten Jahres wieder herauskramen. Wenn Sie das Wort Kinderlachen 5 an diese Nummer 81190 spenden, spenden Sie damit 5 Euro an unsere Stiftung. Wenn Sie Kinderlachen 10 tippen, spenden Sie 10 Euro. Es geht nur eine kleine Transportgebühr ab, die sieht man rechts im Bild. Okay, wir warten. Kevin, ich warte. Ich habe ja selbst einen Herzfehler, der wurde damals mit 18 einen Herzfehler entdeckt und habe mir dann damals versprochen, und es war für mich keine einfache Zeit, aber habe mir damals versprochen, wenn ich wieder auf dem Platz stehen darf, wieder Fußball spielen darf, will ich ja was zurückgeben und habe dann 2007 meinen Stiftung gründen dürfen und es gibt mir schon was. Die Gerhard-Asamoah-Stiftung für herzkranke Kinder finanziert lebensrettende Herzoperationen für kleine Herzpatienten aus der ganzen Welt. Es sind oftmals Kinder, denen man in ihrem Heimatland aufgrund der medizinischen Situation vor Ort nicht mehr helfen kann und die dort nur noch eine sehr geringe Chance haben zu überleben. Den kleinen Patienten kann man aber in deutschen Kliniken oft schon mit einem Routineeingriff helfen und danach kehren die Kinder nach Hause zurück und haben eine medizinisch unbeschwerte Zukunft vor sich. Darüber hinaus
hinaus finanziert unsere Stiftung dringend erforderliche medizinische Geräte für Herzstationen und mobile Versorgungseinheiten. Das können zum Beispiel Geräte sein, die in Deutschland benötigt werden an Kliniken im Bereich Prävention oder Früherkennung von Herzkrankheiten, aber auch in Entwicklungsländern. Zum Beispiel haben wir im vergangenen Jahr eine Waschmaschine für OP-Besteck in Eritrea mitfinanziert. Eine weitere Herzensangelegenheit ist unser Thema Reanimation. Wir möchten, dass Deutschland herzsicherer wird. Und deshalb gehen wir an Schulen und in Sportvereine und geben Reanimationskurse und Trainings mit Defibrillatoren, damit schon die Kleinsten lernen, dass es Kindern leicht ist, an denen zu rennen. Ja, wir sind heute im Duisburg Herzzentrum und wir haben einfach ein paar Kinder besucht, heute des Nikolaus, und haben versucht, ein bisschen Geschenk vorbeizubringen, um einfach die Kinder ein bisschen lachen zuzugeben. Es war sehr schön, einfach die Kinder zu sehen heute. Ich meine, wenn du drei Kinder selbst hast und weißt, dass dein Kind sehr, sehr gut geht und daher kommst, Nikolaus dort, und es liegen Kinder hier, die weggegangen sind, das holt dich wieder auf den Boden und Tatsache. Und daher, es ist nicht schön, aber trotzdem freue ich mich einfach hier zu sein und den Kindern einfach ein bisschen Lachen zuzunehmen. Leben nie weiß, was morgen passiert. Und uns geht es sehr, sehr gut. Und man sollte einfach mal schauen an den Menschen, die es sehr gut geht. Emotional ist einfach, wenn du Tennis siehst, die da liegt, die dann operiert wird. Und es gibt Kinder, wo du merkst, so klein sind, die sind sehr klein. Und da kommt sehr, sehr viel die Führung. Umso schöner ist es, wenn die Kinder es geschafft haben. Wenn du weißt, wie das Kind da lag, kaum sich bewegen kann und einfach mal ein paar Wochen später kommst und das Kind lacht und das Kind lacht und das Kind spielt. Das ist erstmal das tolle Moment, aber trotzdem gibt es danach diesen Happy End, wenn das Kind es schafft. Und deswegen kann ich alle wieder alarmieren und sagen, spenden, 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 weil es gibt so viele Kinder, die mir helfen können. Und nicht die Augen zumachen, sondern versuchen einfach was zu geben, weil es uns wirklich gut geht. Ich fliege mit Zeitmaschine, ich fliege mit Zeitmaschine.